hallo, manchmal hat man ja das Problem, dass man eine IP-Adresse hat und vielleicht herausfinden möchte, ob diese IP-Adresse ein Tor-Exit-Node ist, also dass jemand eben über das Tor-Netzwerk kam. Das geht relativ einfach, indem man eben mit Curl sich die Tor-Exit-List eben holt. Ich habe hier die URL mir mal gespeichert. Dann kriege ich die hier angezeigt. Und jetzt hier müsste ich ja jetzt nur einen eGrep auf, oder einen Grep würde ja hier vollkommen reichen, einen Grep auf eine von diesen IP-Adressen machen. Ich nehme jetzt einfach mal die hier raus. Mit markieren mittlere Maustaste fügt ein. Und dann sieht man, diese IP-Adresse ist in dieser Liste mit drin. Problematischer wird es, wenn ich diese IP-Adresse von gestern ist, weil das bringt mir nichts. Das ist jetzt halt die aktuelle Tor-Exit-List, die wird so alle 40 Minuten oder so neu geschrieben. Von daher wäre es ja gut, sich so ein Archiv anzulegen, und da hätte ich eben folgende Idee. Dass ich diese Datei mir dann eben statt mit Curl mit wget herunterlade. Und wenn ich die dann heruntergeladen habe, sie anschließend eben umbenenne. Okay, hier war schon eine drin von meinen Tests vorhin, MV. Und zwar, das kopiere ich mir jetzt auch mal hier raus. Ich nehme einfach diese Tor-Bulk-Exit-List und benenne sie um in Tor-Bulk-Exit-List. Und hier geht es jetzt los mit einem Dollar. Klammer auf. Das heißt, ich öffne hier eine Subshell. In dieser Subshell wird ein Befehl ausgeführt, nämlich der Date-Befehl mit Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde, Klammer zu. Und diese Subshell gibt dann eben das Ergebnis von Date zurück, und dadurch wird dann praktisch dieser Dateiname um ein Datum erweitert. Und wenn ich das jetzt mir hier anschaue, dann sehe ich eben, dass hier diese Dateinamen dran sind. Ich habe mir dazu also jetzt aus diesen zwei Befehlen ein kleines Bash-Skript geschrieben. Ja, erstmal der wget, der sollte, da ist noch ein kleiner Fehler drin. Tor-Bulk-Exit-List. So, der sollte es da eben in dieses Verzeichnis reinschreiben und danach einfach umbenennen. Und wenn das jetzt funktioniert, kann ich, ihr seht schon, dadurch, dass es grün ist, ich habe hier das Ausführen-Recht hinzugefügt. Wenn nicht, müsste ich jetzt eben noch mit einem Schmod plus X Tor-List Download Bash das Ausführen-Recht hinzufügen. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht, weil es ist ja schon da. Tor-List Download. Und wenn jetzt alles geklappt hat, sollte in meinem Verzeichnis Tor-Exit die umbenannte Liste drin sein. Ja, was muss ich jetzt noch machen? Diese Datei muss jetzt halt stündlich ausgeführt werden. Dafür gibt es zum Beispiel unter etc cron hourly einen Ordner, und alles, was da drin ist, wird stündlich ausgeführt. Und wenn ich das jetzt einfach hier rüber kopieren möchte, sagt er mir natürlich, das geht nicht. Das muss ich jetzt natürlich mit sudo durchführen. Da fehlt natürlich jetzt noch das MV, das habe ich mir hier wohl überschrieben. So. Jetzt sollte in cron-hourly das Ganze drin sein. So, theoretisch sollte es funktionieren, weil der cron ja mit höheren Rechten läuft. Wenn nicht, müsste ich eventuell noch den Eigentümer anpassen, aber ich denke, das wird so funktionieren. Dass da jetzt dann regelmäßig die Dateien heruntergeladen werden mit Datum. Und dann kann ich natürlich ganz einfach hergehen und sagen, ich gehe jetzt mal nach Home. Ja,
ich habe hier meine Listen, dann mache ich hier einfach grad Stern und dann einen Grab auf meine IP-Adresse. Welche hatten wir da vorhin? Egal. Ich mache jetzt keinen Grab, ich mache jetzt einfach nur einen Cut-Stern, dann würden diese ganzen Oh, interessant. In dem Fall macht der zweite Teil runter. Okay. Da habe ich dann muss hier noch das Punkt 1 hin, dass er die richtige Datei umbenennt. Nee, Quatsch, an der falschen Stelle. Hier nicht, sondern hier Punkt 1. Er soll diese Liste sich nehmen. Okay. Also, Stern. Und jetzt probieren wir das Ganze doch noch mal aus. Kaum macht man es richtig, geht's. Ne? Einfach nicht richtig durchgetestet. So, jetzt ist hier die richtige Liste. Wenn ich jetzt diesen Fix mal anbeilasse, ich habe jetzt hier eben meine Tor-Bulk-Exit-Listen, die würden jetzt stündig durch den Crown-Hourly gespeichert. Natürlich nur, wenn der Rechner läuft. Das heißt, das müsste halt einfach anbleiben. Dann wird jede Stunde diese Liste heruntergeladen. Und ich habe, wenn ich dann jetzt eben eine IP habe, dann mache ich eben einen Cut-Stern. Und dann eben meinen Grab auf diese IP. Oder ich mache gleich einen Grab auf diese IP ohne Stern. Ich mache so selten Grabs direkt. Und hätte dann den Vorteil, dass mir hier noch der Dateiname gleich mit ausgegeben wird und ich somit weiß, in welcher Datei, mit welcher Datumsangabe diese IP-Adresse drin ist. Von daher wäre vermutlich in dem Fall der direkte Grab zu bevorzugen, weil durch den Cut verliert man ja den Dateinamen und der enthält ja das relevante Datum. Okay, haben wir es doch noch hingekriegt. Macht's gut. Ciao, ciao.